Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Wir haben heute geisteskranke Thematiken von jeglicher Sorte, alles mit dabei. Fangen aber jetzt damit an und zwar, viele wissen das nicht, aber Barello ist zurück auf TikTok und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Viele von euch wird der Name Arda Saçık etwas sagen, der zurzeit, glaube ich, von Berlin bis nach New York am Joggen ist. Dabei hat Arda aber einen vergessen, einen Riesenkonkurrenten, der ihn gerade versucht, in dieser Challenge zu besiegen. Und das ist kein anderer als Barello selber. Schauen wir rein. Ah, Power! Boah. Oh, wow. Boah. Oh. Diese Fäuste haben den gefährlichsten Clan-Boss in Europa besiegt. Wow. Boah. Stark. Jo Leute, ich bin Barello Berra. Ich bin irgendwo auf Bergen, Leute. Ich werde von Albanien bis nach Deutschland zu Fuß gehen. Ich bin besser als Arda. Ich bin besser als der andere, der bis keine Ahnung wo gegangen ist. Ich werde von Albanien bis nach Deutschland zu Fuß schaffen. Ich bin besser als Agi Kabaye. Ich bin besser als Derek Chisora. Besser als David Hay. Ich bin der King. Keiner kann mir was. Ich werde es schaffen, Leute. Ich werde Profiboxer. Ich bin der King. Bis nach Deutschland werde ich so schaffen. Ja. Leute, weiter auf dem Weg. Folgt, Leute, die Seite. Damit er nicht ich bin ehrlich, ich finde das maximal inspirierend, dass er sich so in einer großen Challenge verpflichtet. Ich meine, er ist übergewichtig. Wenn er bis nach New York joggt, ey Digga, vielleicht hat er gegen Ende seiner Challenge ein Sixpack. Wer weiß. Ich werde jeden Tag, 30 Tage dauert es, bis nach Deutschland. Mir kann keiner was, Leute, ich werde es schaffen. Leute, ich bin in einer riesigen Brücke gekommen. Ich hoffe, es ist nicht falsche Richtung. Maschallah. Wow. Innerhalb von 20 Minuten einfach in Istanbul angekommen. Heftig. Brücke oder wo auch immer, wie man das nennt, Leute. Ich weiß selber nicht. Leute, ich bin müde. Ich habe Hunger bekommen. Leute, es ist richtig warm, ja? Ich bin irgendwo in Ägypten. In Ägypten im Fluss. Es ist richtig warm, ja? Ich bin irgendwo in Ägypten. Dabei joggt eigentlich gerade Barello nur zur Tankstelle, damit er sich Red Bull kaufen kann. Es ist richtig warm, ja. Ich bin irgendwo in Ägypten. Das ist Fluss von Nil. Nilfluss, Leute. Ich weiß selber nicht, ja, wo ich gelandet bin, ja. Ich war genau von Türkei nach Ägypten. Ich weiß selber nicht, ja, ich schwöre, ja. Leute, ich habe mich verlaufen. Seit 24 Stunden ohne Essen, ohne Trinken. Ich muss irgendwas machen jetzt. Ich muss Essen holen. Ich muss runter von diesem großen Berg. Wir schaffen das irgendwie. Scheiße. In Frankreich, Paris angekommen. Da müsste er ja tatsächlich Arda begegnen, ne? Freiheit! Eiffelturm, Leute, ich bin in Frankreich! Kann jemand mich abholen? Bitte, Leute! Bitte, Leute! Mir wird schwindelig! Oh mein Gott, Leute. Hätte ich niemals gedacht, dass ich von Albanien bis nach Deutschland noch in... Es ist einfach der Eiffelturm. Ich meine, Respekt. Also wirklich, von meiner Seite aus Respekt. In Paris sein werde, Leute. Eiffelturm einfach. Leute, ich schwöre auf alles. Hätte ich niemals gedacht, dass es so groß ist, Alter. Aber das sieht so alt aus, ne? Leute, Instagram ist nicht das echte Leben. Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen, Leute. Ja, 2 Tagen. Ich suche Essen und Trinken, habe keinen Akku mehr, nichts. Ja, es ist einfach die albanische Version von Seven vs. Wild. Ich brauche Holz. Guck mal, Leute. Sowas brauchen wir viel, viel mehr. Das muss komplett trocken sein, Leute, damit... Das brennt gut, ja, das stimmt. Leute, damit ich was essen kann, Leute. Ich sterbe vor Hunger. Wer hat mal sowas gemacht? Wo ist Arda? Wo sind die ganzen Sportler, die ihr kennt?
Leute, wir brauchen Feuer. Ich muss viel, viel mehr sammeln jetzt. Leute, folgt alle die Seite, Leute. Damit ihr später seht, ob ich überlebt habe. Brauche unbedingt Feuer. Ich mach Feuer, bra. Leute, hier haben wir gesammelt Holz, getrockneter Holz, Schnittnarbe. Mit zwei Steinen versuchen wir jetzt Feuer zu machen, Leute, damit ich überleben kann. Für später. Scheiße. Wie krass wäre das, wenn er wirklich ein Feuer geschafft hätte? Ich bin irgendwo in Asien. Findet Deutschland Sonne, nicht. Damit diese dreckige Wasser, Leute, Gedämpfigkeit rauskommt und da kommt saubere Wasser auf dieser Seite. Das hier ist dreckige Wasser, Leute. Damit ich was zum Trinken habe, ja? Sonst sterbe ich ohne Wasser, Leute. Mir geht's nicht gut. Leute, wir platzieren die jetzt hier, damit es durch die Sonne alles rüberkommt. Das saubere Wasser. Ich muss so lange Essen suchen. Leute, das ist das Leben, Leute. Ja. Tut mir einen Gefallen, bitte, Leute. Folgt die Seite, Leute. Und guckt, Leute, eure Profiboxers. Wo ist Arda, Leute? Die machen sowas nicht. Die fahren mit Autos hinterher. Das ist das echte Leben, Leute. Leute. Ich finde nichts zum Essen, ich bin am Ende. Leute, ich muss jetzt Fische oder irgendwas holen zum Essen. Oder Frosch oder irgendwas. Scheiße. Scheiße, Alter. Nein, scheiße. Ich glaube, der macht Fortschritte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der macht Fortschritte. Fisch. Wow. Fisch, Alter. Oh mein Gott, Gott sei Dank, Alter. Ist. Fisch, Alter. Ist. Oh mein Gott, Gott sei Dank, Alter. Oh, ich sterbe vom Hunger. Leute. Wir müssen das überleben, Leute. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist geil. Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, Barreno macht hier wirklich Content, ja? Essen, Trinken haben wir schon geholt. Ich muss weiter überleben für morgen, Leute. Du schaffst das. Ich muss bis nach Deutschland schaffen. Du schaffst das, Junge. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin hier in irgendeinem Ozean oder keine Ahnung was. Leute. In Kroatien eine Pause machen bei meinem Vater, weil ich auf Bein verletzt wurde. Mit meinem Vater, Leute, in Kroatien. Mein Vater, was sagst du dazu? Mein Sohn, du bist stolz auf dich. Du schaffst das schon. Du bist stolz auf dich. Oh, komm, bis nach Deutschland, Leute! Schaffst du es! Du schaffst du! Oh, ich hab nicht verletzt! Das ist die Wahrheit! Ich muss wieder los, Kroatien, bye bye. Ich bin mit meinem Papa hier und wir haben uns versöhnt nach 8 Jahren, Leute. Und er hat mitbekommen, dass ich nach Deutschland gehe zu Fuß. Was sagst du dazu? Und mein lieber Sohn, ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg. Viel, viel Spaß. Der Weg ist nicht sein Fall, aber du schaffst das. Ich bin stolz auf dich und ich glaube, dass du schaffst das. Inshallah. Mein Sohn, du bist besser. Ich bin der beste Boxer der Welt. Ich schaffe es nach Deutschland zu Fuß. Sarda, besser als diese Azemak Suti, besser als alles. Du bist ein richtiger Boxer. Du hast doch kaputt gemacht, diese, wie heißt diese Kürde, Kürtibo. Hast du zerstört, mein Sohn? Bravo, ich bin stolz. Natürlich. Bravo, mein Sohn. Ich werde nach Deutschland schaffen. Das ist die Wahrheit. Ich schaffe es zu Fuß. Schaffe ich oder nicht? Ich schaffe es, mein Sohn. Richtig. Du schaffst. Schreibe meine letzten Texte. Scheiße, ja. Ist das geil.
Bin in irgendein Wald. Wer das gefunden hat, soll mir auf Instagram schreiben oder schicken. Derjenige, der das findet, Leute, und mir helfen wird, kriegt eine sehr krasse Belohnung. Inshallah werde ich überlebend sein. Das ist bis jetzt Seven vs. Wild, albanische Edition Barello gewesen, meine Damen und Herren. Wir werden das auf jeden Fall weiter mitverfolgen und gucken, ob Barello diese 30 Tage überleben wird. Dann als nächstes, Snipska, ein Statement gemacht. Und zwar soll dieses Statement anscheinend über Monte handeln und über deren angebliche Beziehung. Ob das alles stimmt oder nicht, wollen wir mit diesem Statement rausfinden. Schauen wir rein. Und ja, bisher habe ich halt nichts sagen können. Ich durfte nichts sagen öffentlich. Ich sage, ich halte mich jetzt gerade sogar schon ein bisschen zurück. Und ich sage ehrlich, Herz klopft ein bisschen darüber zu reden. Ich habe halt, ja, wie soll ich sagen, also ich habe keine einstweilige Verfügung oder so, sondern ich habe, ich sollte leise sein. Ich durfte nichts sagen, weil mir halt eingeredet worden ist, dass es für mich auch anscheinend gut ist, aber im Endeffekt habe ich sozusagen eigentlich nichts gesagt, um ja, nicht für schlechte Schlagzeilen zu sorgen oder sonstiges. Ich habe es bis zu einem gewissen Punkt auch so verstanden, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das alles über einen gestellt ist, über die persönlichen Gefühle, und ich sehe das halt einfach nicht mehr ein, Leute so mäßig zu schützen. Und aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich das jetzt vom Kontext verstanden habe, meint sie eigentlich so nach dem Motto, dass sie eigentlich sich generell schon seit längerem zu den ganzen Gerüchten gerne äußern wollte in der Öffentlichkeit, es aber ihr geraten wurde, still zu sein, damit halt einfach kein Skandal daraus entsteht, kein Drama, so, und das darunter leidet sie halt, dass sie dich einfach gar nicht mehr äußern kann dazu. Rein theoretisch hat mir keiner richtig den Mund verboten. Ich darf natürlich sagen, was ich möchte, also ich hatte jetzt keinen irgendwie Beschluss, irgendwie eine einstweilige Verfügung oder so, das stimmt nicht, aber ich war einfach relativ eingeschüchtert durch die Situation und sehr unter Druck, ja. Und mittlerweile ist es leider so, dass ich komplett alleine mit dem Thema gelassen worden bin. Und ja, ich wurde einfach generell mit der Situation alleine gelassen. Hä? Was ist das für ein Statement? Also sie hat halt, Verzeihung. Aber was ist das für ein Statement? Also das macht ja von vorne bis hinten nicht so wirklich Sinn. Sie scheint aber auch bewusst irgendwie um diese Thematik herum zu tanzen, damit man nicht klar einschätzen kann, wovon sie wirklich redet. Bleib stark. Ja, also die letzten... You gotta... Das ist ein Boss-Move. Einfach Shades drauf. Monate, wo das halt hochgekocht ist, ging es mir halt einfach nicht so gut, wisst ihr? Und ich meine... Ich kann sie verstehen. Es ist natürlich so, dass es halt einfach der Mob gewesen ist, der sich dann irgendwann auf diese beiden fokussiert hat und der einfach Gewissheit haben wollte, ob da wirklich hinter diesen Gerüchten Substanz steckt. So. Und es ist halt einfach so, dass, glaube ich, auch Monte realisiert hat, dass jegliche Art der Information, die nach außen hin gelangt, es hätte ihn einfach einen sehr, sehr großen Karriereschaden eingebracht. Also einen sehr, sehr großen. Und ob da was lief, und danach, als man gemerkt hat, dass da einen vielleicht so eine Art Hate-Welle erwartet, man sehr, sehr schnell
klargestellt hat, dass das keine Zukunft hat oder es wirklich nie so stattgefunden hat und man vielleicht sich nur näher gekommen ist, aber nie wirklich was gelaufen ist. Das ist halt etwas, das werden wir, wenn eventuell, dann nur erfahren, wenn einer der beiden sich entscheidet, in der Öffentlichkeit Näheres über diese Beziehung zu erzählen. Schwierige Person zu der Zeit anzufangen, das stimmt nicht. Das stimmt zu 1.000.000% nicht und das weiß die Person auch. Ich glaube, hier geht es um den Ex-Freund, der halt behauptet hat, dass Mont seine Freundin zu dem Zeitpunkt, also Snipska, von ihm ausgespannt haben soll. So. Aber ob das stimmt oder ob dieser Junge einfach nur seinen Moment im Internet haben wollte, das weiß ich halt nicht. Ich finde es sowieso cringe, dass der Typ überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil selbst wenn es so wäre, Junge, hast du Pech gehabt, ganz einfach. So, so ist das Leben. Mach es bei einem anderen, wenn es dich so triggert. Oder sorg dafür, dass du selber reich bist. Ganz einfach, ist das Leben. Das kann ich nur zu dem Thema sagen. Bestes Statement, Wallah. Wir wollten gegen diese Person vorgehen, aber... Ja, safe, safe. Bin ich mir so 100% sicher, dass es das ist. Also gehe ich mal stark von aus, dass es so, dass die Thematik ist, von der sie jetzt hier redet. Aber 100% bin ich mir auch nicht sicher. Also. Das ging leider nicht. Tja. Das ging einfach nicht. Kannst du auch machen, ja. Ey, Kopf hoch. Man hat das prüfen lassen, so. Es war auch am Anfang, ganz am Anfang, auch Teil des Grundes, warum man nichts gesagt hat, aber es, warum nicht? Weil es eine 50-50-Sache war. Ja, ist schwer, wenn du, ist halt sehr, sehr schwer, ne? Wenn du jemanden wegen Diffamation anzeigen möchtest oder den Ex-Freund, der halt diese Geschichte so geschildert hat, wem wird der Richter jetzt glauben? Ob der Richter überhaupt ein Urteil aussprechen möchte wegen den Aussagen, ist doch mal eine ganz andere Geschichte, ob der überhaupt etwas Strafrechtliches zu erwarten hat. Sie müsste erstmal zeigen, dass ihr Ex-Freund darüber gelogen hat, was, glaube ich, nicht möglich ist. So, schwierig. Und man wollte nicht das Risiko eingehen, ganz einfach. Ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, das war das Statement, meine Damen und Herren. Wir haben ja erst vor kurzem ja darüber geredet, über diese Tatsache von diesem Ulmen, der sich ja dazu entschieden hat, ein Kleid anzuziehen und über die Großfamilien in Deutschland zu lästern. Daraufhin hat ja Papa Kralle angekündigt, dass er ja diesen Jungen packen lassen wird und das Ganze auf TikTok präsentieren wird. Nun gut, scheint irgendwie nicht funktioniert zu haben, denn Ömen und Papa Kralle machen Kehl. Schauen wir rein. So, meine lieben Freunde, Papa Kralle und Ömen machen Kehl. Eure Meinung, zieht euch rein und viel Spaß. Weißt du, was ich mit meinen... Wie alt bist du? 30, ne? Ich bin 40 Jahre alt. Weißt du, was ich schon alles gesehen habe? Mm-mm. Wenn du das wüsstest. Ja, du hast den Izmir-Knast gesehen. Da hat's bestimmt gestunken. Nein, da gibt's doch keine Frauen. Ich habe 4 Jahre keine Frau gesehen. Und dann hast du dir eine... Boah, türkische Knast muss wahrscheinlich schon ein bisschen crazy sein, ja. Ich kenne nur dieses Bild von dem irakischen Knast von Rheingold, ne? Boah, oder allgemein, das ist ja so der Standard, ist ja einfach nur ein Raum, wo du halt, wo 30 Mann da chillen, so, und das war's. Das ist dein Knast, 30 Mann chillen da und dann hast du irgendeine Ecke, wo Leute ihr Geschäft machen. Oh mein Gott! Direkt eine gesucht, oder... Hast du jetzt eine Freundin? Ob ich eine Freundin habe? Ja. Das ist doch privat, oder? Okay, ich frag ja nur. Ja, aber vielleicht hast du eine Freundin oder keine Ahnung, weil du hast ja 4 Jahre lang keine Frau gesehen. Und was machen wir jetzt voneinander? Kommst du jetzt auf den richtigen Weg? Du hast die Scheiße ausgesprochen, auch wenn falsch. Ich schick dir ein paar Bücher, vielleicht kommst du auf den richtigen Weg. Ey, ich will keine... Geschenke oder irgendwas von dir. Wallahi, lucky fucky oder wie du heißt. Bringen wir ihn auf dem richtigen Weg, diesen Chirro. Lass mich dir paar, ich hab deine Adresse, soll ich dir paar Bücher schicken? Lies die mal richtig durch.
Und wallahi, vielleicht wirst du ein bisschen gottesfürchtiger und fängst an zu. Ich will dir hier nicht sagen, weil das sind ein bisschen andere Bücher als sonst. Ach du Scheiße, ey, schick mir das bitte nicht. Ich sag dir im Ernst, mein Postfach wird kontrolliert. Schick mir nix. Was denkst du denn, was ich dir schicke? Ich werde beobachtet, ja. Schick mir bitte einfach nix. Lass es einfach. Ich schick dir eine BOMWE? Ist mir scheiße, keine Ahnung, ist mir egal. Ich... Okay. Ja, lass das. Warum denn nicht? Warum? Mach das nicht. Ich schick dir Bücher, damit du vielleicht den wahren Weg und den wahren Dien wieder zurückfindest. Die packen mich. Mach den Chat an bei mir. Wie, die packen dich? Ich habe echt Angst vor meinen Leuten. Ich will dir mal was sagen. Ölmen, du hast so viele Muslime beleidigt und ihren Glauben. So viele Jesiden. Aber Papa Krall ist nicht so einer. Wallah al-Adim, ich bin ein richtiger Bastard. Keine Muslims beleidigt, nein. Hast du? Mit was habe ich denn Jesiden beleidigt? Haben mir die Leute gesagt, ja. Aber mit was? Mit Glauben, ja. Irgendwas, mit irgendwas? Nein. Aber das ist auch ein bisschen wack von Papa Kralle. Teilweise nicht mal wirkliche Videosequenzen zu haben, wo er genau sehen kann, dass er diese genannten Religionsgruppen beleidigt, sondern einfach auf das Gesagte seiner Zuschauer hört und dementsprechend so einen Masterplan aushackt, wie er den Jungen packt. Was ist das denn für eine Politik, die er da macht? Ich als Muslim stehe sogar zu den Jesiden. Ach, der ist selber Muslime. Oh Gott. Zack, wir müssen uns diesen Schuh anziehen, was wir Muslims vor Jahren falsch gemacht haben. Großfamilien hast du auch beleidigt, die MNU. Habe ich nie beleidigt, ich war bloß ein bisschen frech zu denen. Ich habe die aber nie beleidigt. Aber was, wenn jemand kommt und auf deinen Nacken tritt? Der hat doch gesagt, die sind unter seinen Egidi. Was labert der? Bitte dann? Weil ich... Warte mal kurz. Was soll ich dir sagen, Ölmen? Inshallah, möge Allah dich recht leiten oder vernichten. Fan von mir bist, dann musst du... Das ist ein crazy... Das ist ein crazy Satz. Das ist ein crazy Satz. Möge Allah dich recht leiten oder vernichten. Oh Gott. So einer wie ich sein. Wallahi, du hast das gesagt. Wallahi, du hast das gesagt. Ich feiere... Wallahi? Ja. Kannst du auch schwören, dass du es nicht gesagt hast? Vielleicht habe ich es in dem Kontext gesagt, als du sagtest, dass du dich beleidigen lässt und sowas und dann ist okay. Hauptsache nicht Mutter und nicht Islam. Ich habe gesagt, wenn mich einer beleidigt, von morgens bis abends, interessiert mich das. Aber wenn einer auf meine Familie geht und auf mein Dien, also den Islam, dann sehe ich, dann habe ich eine rote Linie. Das ist meine rote Linie. Das ist der beste Streamer auf TikTok. Simbi, hast du das nicht gesagt? Er lacht selber, weil er es gesagt hat, Leute. Khair ist gut. Wir wollen immer Khair. Aber sehr interessant, ja. Sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Ist mal eine Wendung, mit der man nicht immer so rechnet. Ne? Muss nicht immer in einem Entschuldigungsvideo enden. Kann auch mal auf eine normale Art enden. Ne? Müssen nicht immer so so sensationsgeil sein, meine Damen und Herren. So. Dann, was haben wir hier? Ich mache jetzt SMR auf süß. Dann, genau. Was ist das denn hier? Was macht Zeus Statement zum Polizeieinsatz. Wie gesagt, also das war krank. Die haben gesagt, dass ich meine Ex umgebracht hätte und ein flüchtiger Krimineller aus Deutschland bin. Und die haben die Bilder von ihr und alles, wo sie im Krankenhaus war, verwendet in E-Mail. Und gesagt. Boah! Das ist dunkel, ja? Die haben die Anissa Krankenhausbilder verwendet, so nach dem Motto, er hat sie da reingeschickt. Boah, das ist crazy. Uff. Das war vor ihrem Tod. Und dann haben die so gefakte Zeitungsartikel und so gezeigt. Und gesagt, hier ist auch offiziell, dass sie schon tot ist. Boah. Und jetzt sitzt er im Stream und hat es zugegeben. Und wir kamen halt. Boah, das ist schon sehr dunkel, aber das meine ich halt, ne? Viele vergleichen ihn ja zurzeit mit einer bestimmten Person, dessen Name ich nicht. Ich habe aus dem einfach Voldemort gemacht. Dessen Name ich nicht mal erwähnen möchte. So Schiss habe ich vor seiner Community, ne? Und das nimmt diese Züge an, ne? Und das merken auch viele wahrscheinlich.
genau so mit diesen Knarren und so da. Und wenn ich jetzt Handy in meiner Hand und so falsch gedeutet wäre, und da hätte dann manchmal mal am Polen auch Fehler, Bro. Er hat die Aufmerksamkeit von Leuten gezogen, dessen Aufmerksamkeit du nicht haben möchtest. Ich wollte nicht genau wissen. Und das waren Slowaken, Slowen, in Ljubljana. Woher weiß ljubljanische Polizei das alles? Und die kamen in mein Zimmer mit dem Code vor meiner Tür, Bro. Wie abgefuckt, creepy ist das? Die kennen nichts. Wenn die einmal ver... dann hast du... Bin ich auch nicht so aktiv, Dick. Deutsche Chain vor Hotel rufen, Hadidien! Hadidien! Jungs, geht schlafen, Mann. Geht schlafen, alles gut, Jungs. Geht schlafen, die haben unser Weed, sagen die. Behalt, Bruder. Behalt mein Weed, bitte nährt euch nie. In keiner Welt, in 100 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass sie den mit so einem, dem einen da vergleichen werden und sagen, er ist 2.0 davon. Von dem Namen, den wir nicht erwähnen. Als 200 Meter länger zu mir, Bro. Balla, ich muss Polizei einsetzen, eure Väter, meine Väter, Bro, ich kann das nicht mehr, Jungs. Jungs, reicht. Boah, wenn ich der wäre, ich würde schon längst die Energie verloren haben für die ganze Sache. Digga, viel zu viel Faxerei, viel zu viel Drama, ja. Reicht, Mann. Geh nach Hause, Bro, alles gut, geh nach Hause. Boah, ja, du in der Stadt gewesen, aber ich sag nicht das Wort, ne? Ich komme. Städte waren früher noch schön, ne? Balla, Bodo, geh! Was ist das für ein Maniac, ja? Was ist das für ein Maniac, der wortwörtlich vor Hotel steht, ja? Denkt er wirklich, der kommt jetzt da runter und nimmt sich sein Weed? Oh mein Gott. Was ist los mit den Leuten da draußen? Geh mal nach Hause, Nachhol. Was ist los, Mann? Genau. Geh mal nach Hause. Was ist los, Alter? Adet an Dala, Balla. Genau so. Willst du unbedingt im Video sein, Nachhol? Geh mal nach Hause, Nachhol. Adet an Dala, Balla. Okay. Dann warte, bis ich die jetzt für dich rufe, okay, Bruder? Okay, warte, bis ich für dich. Warte, bis ich die rufe für dich. Warte. Bruder, dasselbe mit denen machen, was die machen, Wallah. Einfach Polizei rufen, Bruder, Wallah. Was ist das nach, Alter? Kommen irgendwelche 16-jährige Gandonsch, die meine Sprache sprechen und wollen mir irgendeine Scheiße labern. Schauen diesen Stream und gehen mir am Sack und wissen, ich stream. Ach noch, dass das Tschetschenen machen, ist crazy. Wurde gerade abgefuckt von 13 Polizisten und der will mir trotzdem am Sack gehen. Du bist ein Mann? Hadet Andala, Balla, ich versuche meinen Pass hier zu holen, Bratan. Was willst du von mir, Nachhol? Balla, Bodo, Nachhol. Dann warte da, genau wo du bist, Balla. Ich bin kein Mann, ich bin nichts, Bratan. Verstehst du? Ich bin nichts, Bro. Ich bin nichts, lass mich in Ruhe, Ballett. Geh nach Hause. Geht an, Dalak, Ballett. Ich will dir keine Probleme machen, Bratan. Hör auf, Bratan. Geh nach Hause, sei gut. Guck mich nicht so an. Hey, Junge, ich hab nichts gegen dich. Ich weiß nicht mal, wie du aussiehst, Bro. Geh nach Hause, mach dein Ding, Walla. Hey. Verfickte 2 Uhr, Bratan, gleich. Darf ich schon nachholen? Hi. Was ist los, Alter? Crazy, ich schwöre. Alter, die Leute sind crazy, crazy. Dann, hier wieder. Ein kranker Song. Hallo. Hallo. Do you know who called the police? No. No? No. You are not... I'm live streaming, no. What? I'm just live streaming. Uh-huh, okay. No, I do nothing, man. Okay, yeah, no problem. Sorry. Das könnte das Ende von Mois sein. Also, ich weiß, ich habe das schon 15 Mal gesagt, aber jetzt, er hat sich sogar... Oh mein Gott, der Junge ist vom Alter, hat der Pech, ne? Üff, hat der ein Pech, jetzt hat er sich die Community gesucht. Das ist aber auch, die sind dafür bekannt auf Kick, ja. Die sind aber richtig bekannt auf Kick. Da gibt es so Zuschauer, die einfach die Polizei rufen, bei jeder Situation. Ich weiß nur nicht, wie er das fixen möchte. Real Talk. Das könnte sein Ende für seine Karriere sein. Real Talk. Jedes Mal, wenn er live geht, werden die Polizei rufen. Das ist doch krank, ja.
Das hat Leute zum Beispiel so wie Aiden Ross und so dazu gebracht, dass die nicht mehr so in der Öffentlichkeit streamen. Aber auch richtig schlau so Weed rauchen und so, ne? Ich weiß nicht, ist das überhaupt erlaubt in Österreich? Shit is crazy, man. Digga. What the fuck? Das ist die Polizei, ne? Oder Sicherheitsdienst. Man. Run, boys! Run. Digga, was? Was? Schön. Boah, Alter. Bruder. Was geht bei dem ab, ja? Nachruhig, bleibt. Rostein, ich kenne deine Mutter, weil das Einzige, was du kannst, ist es, solche Hunde zu rufen. Ich finde immer mehr und mehr raus, wie ihr das macht und warum und wie das funktioniert. Am Ende des Tages gewinnt die Wahrheit. Nur das kannst du. Du kannst vielleicht Bullen holen, damit man mir meinen Lahlulis wegnimmt. Ihr habt bis jetzt immer Erfolg gehabt mit sowas. Ihr habt es geschafft, jeden psychisch damit kaputt zu machen. Ich kann aus euch Klicks machen, ihr dummen... Oh, die rausprovozieren ist ein Ding. Ganz schlechte Idee. Das macht die Leute, die das machen, nur noch geiler. Nur noch geiler. Schauen wir hier weiter. Kein Spaß mehr, langsam wird es krank. Dass die ein SEK-Team rausschicken und auf dieser, das ist jetzt wirklich eine Art, das ist SEK-Einsatz und ein Raid. Das ist jetzt so gefühlt das Schlimmste, was ihm passieren kann. Na, warum? Es ist schon passiert, dass Leute davon gestorben sind. Warum? Weil die Polizei hat irgendwas geschickt gekriegt, was höchste Alarmstufe war. Ne? Ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie, aber höchste Alarmstufe. So, wahrscheinlich Kidnappung, wahrscheinlich Entführung, wahrscheinlich Geiselnahme. Irgendwas in der Art. So. Die gehen dahin mit dem Gedanken, ey, da ist auf jeden Fall eine Situation, ne, wo wir selber uns in Lebensgefahr begeben. Deswegen ist auch mit der scharfen Waffe reingegangen. Die haben den höchstwahrscheinlich gesagt, dass Mäuse bewaffnet ist. So. Es gibt schon Szenarien, weil es in Amerika deutlich öfter passiert als in Deutschland, wo die Leute, nicht die Polizisten, sondern die Personen, die von der Situation eigentlich nichts Bescheid wissen, zu Hause chillen, Polizei kommt reingestürmt, boom, falsche, die machen eine falsche Bewegung. Wie gesagt, das SEK-Kommando denkt, Mois ist in dem Moment bewaffnet. Und die gehen meistens immer davon aus, deswegen senden die überhaupt diese Leute mit scharfen Waffen zu diesem Ort. Person bewegt sich falsch. Manchmal haben die selber eine Waffe, weil die nicht wissen, ey, wer ist denn jetzt der in meinem Haus reingekommen ist? Es passiert ein Schusswechsel, die Person stirbt. Das ist ein ganz, 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 ganz schlimmes Szenario. Und der das macht, der will vielleicht sogar, dass Mois in dem Moment stirbt. Ne? Das ist weit, weit über jegliche Grenze, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? I'm musician, man. I do nothing. Nothing, bro.
I'm tourist. I'm tourist, bro. I'm musician, tourist. Famous tourist from Austria. I'm not. Look, no, no. Sorry. Alter. Das ist ein Dings, das ist auch nicht inszeniert oder so. Das ist einfach, dem wurde irgendwas geschickt, so. Und die dachten, die Scheiße ist am Dampfen. Irgendjemand ist in heftiger Lebensgefahr. Und deswegen sind sie so scharf reingekommen. Deswegen erinnert ihr euch an den letzten Clip, wo der Typ, als der auf der Terrasse war mit Mois, gesagt hat, die waren noch freundlich. Genau das meinte er. Diese anderen Polizisten hätten schon so reinkommen können, weil sie meinten, ey, es wurde behauptet, eine Frau wurde, versteht ihr? Das, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht, wie Mois darauf reagieren wird, was Mois machen wird, aber boah, holy moly, ja. Holy moly, ja. 20 Mann und Knarren von dem Besitzer dieser Airbnb schon ein Code gehabt und ist mit diesem Code hier reingekommen. Mit 20 Mann und Knarren. Voll mit Helmen, weil sie dachten, ich bin auch mit Knarren. Mhm. Und ich sag euch ehrlich, irgendwann wird man den Falschen erwischen, Bro. Und ich schwöre, drei von denen haben ihre Hände auf ihre Waffe gehalten und sind mit Waffen reingekommen. Ich schwöre, bei Gott sind alle mit Waffen nach oben. Das Problem ist, du brauchst nur einen. Du brauchst nur einen. Und das haben wir auch schon gesehen. Du brauchst nur einen von diesen Polizisten, der etwas zu nervös ist bei diesem Einsatz, etwas zu voreilig, eine Bewegung von Mois falsch interpretiert, denkt, Mois zieht eine Waffe und bam, 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 es wird losgeschossen. Volles Magazin. Und das war das Ende von ihm. So, das muss er sich im Klaren sein. Reingekommen, als würde hier jemand sitzen, der eine Granate hat. Schwöre bei Gott. Und das sind ausländische Polizisten. Bist du der Echte? Nein. Was waren das für Polizisten? Also das waren doch keine Österreicher. Das circa so. Der ist nicht mal wahrscheinlich in Deutschland, ne? Keine Polizisten, die jetzt den Eindruck gemacht haben, als würden sie aus Österreich kommen. Boah, Digga. Moi, ist crazy, Walla. Also das war kein Spaß, Bro. Die waren auch alle sehr, sehr breit und so. Das war halt so eine Spezialeinheit. Safe. Die meinten, wir sind wie SWAT von hier. Deswegen. Die meinten, die kommen auch nicht einfach so eigentlich. Und der meinte auch, dass das keine einfachen Fans waren, die sie gerufen haben. Und dass es schon von höher kam. Hat er gesagt, Wallah. Er hat gesagt, dass es ihn auch sehr leid tut und dass er nicht weiß, was ich überhaupt tun kann. Weil egal wohin ich gehe, das circa so sein wird, meinte er. Ja, ich weiß nicht, wie er diese Aufmerksamkeit von diesen Hackern gezogen hat. Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mit was er sich das jetzt verdient hat, um ehrlich zu sein. Aber da haben sich manche die Aufgabe gemacht, das zu machen mit dem, was sie auch mit dem gemacht haben, dessen Namen wir nicht nennen. Das war krass, Bro. Na, die haben halt gesehen, dass ich Mucke mache und alles Mögliche und dass das gestern auch passiert ist im Stream. Ich habe ihnen die Polizei von gestern gezeigt und die ganze Zeit Schelm gegeben. Leute haben zuerst Penthouse terrorisiert, dann habe ich ihnen diese Videos gezeigt. Dann habe ich gesagt, dass ich dann ein Steak machen wollte, das auch gezeigt. Dann habe ich gezeigt, wie die Polizisten gestern ins Steak gestürmt sind. Und dann hat er gesagt, dass es krass ist, dass so etwas existiert und dass er komplett geschockt ist. Und dann hat man gesehen, dass es denen sehr leid tut. Aber die haben mir einen Schelm gegeben die ganze Zeit, Bruder. Weil ich das erklären wollte am Anfang, haben die halt die ganze Zeit Schelm gegeben. So auf ekelhaft, so halt, wir wissen schon, was du machst. So auf den, was ich meine. Bruder, da würde ich durchdrehen, Digga. Wenn die Polizei mich entscheiden würde, anzufassen, obwohl ich nichts verbrochen habe, Bruder, dann da würde ich durchdrehen. Das hat voll so meinen Kopf gefickt, so. Was heißt Kopf? Das hat nicht so... Aber wenn er da in dem Moment zurückschlägt oder nur den Ansatz macht, dass er doch irgendwie aggressiv wird oder so... Wer weiß, was die mit dem machen. Ne? Schicken den erstmal in den Knast, verprügeln ihn nochmal ein bisschen weiter und fühlen sich dann bestätigt dadurch, dass sie so gehandelt haben. In dem Moment kannst du nichts machen. Du musst dir das gefallen lassen. Damit du denen den Eindruck gibst, so nach dem Motto, ich habe nichts verbrochen. Das ist fucked up. That's really, really fucked up. Boah. Da war es mal so.
Nein. Ballett. Scheiß drauf. Meine Damen und Herren, das war eine der spektakulärsten Sachen, die ich bis jetzt mit mir reingezogen habe. Wow, crazy. Vergiss bitte nicht, mein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.